Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem kleinen Lost World Server. Ja, auch in der heutigen Folge wird es leider so sein, dass ihr die Folge nicht aus meiner Perspektive seht, denn meine Folgen sind ja leider auf der kaputten Festplatte. Ihr seht heute die Folge aus Harles Sicht und ich hoffe, die Folge gefällt euch trotzdem. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn es euch auch gefällt. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück hier auf unserem 1.8-Server beim Bau unserer Hühnerfarm und mit Hale. Hallo. Hallo. Ja, wir sind gerade dabei, die Vorbereitungen für den weiteren Bau der Hühnerfarm zu treffen. Ich habe gerade mal ein bisschen Sand gesucht und Glas produziert. Was machst du so? Ich überlege gerade, einen Amboss zu bauen, aber das Problem ist, das kostet halt extrem viel Eisen. Wir Ne? haben auch hier oben noch Löcher im Haus. Hast du schon gesehen? Da kommen Spinnen durch. Das ist doch sehr schön, wir brauchen Spinnen. Ja, wir müssen nämlich Spinnen jagen. Jetzt muss ich gerade mal auf meinem Radar gucken, ob es Spinnen in der Nähe gibt. So, also ich habe trotzdem mal einen Amboss jetzt gebaut, so zur Vorsorge. Sicher ist sicher. Ich sehe nur eine Spinne. Denn den einen Bogen, den du hattest, der war ja schon ganz interessant. Oh, Creeper. Denn wir brauchen natürlich für die Werfer Bögen. Das ist der Hauptunterschied zum Spender. Der Spender arbeitet ohne Bogen. Hier ist ein Creeper. Soll ich den kaputt schlagen oder sollen wir den ignorieren? Ignoriere den einfach mal. Ich kümmere mich gleich um diesen speziellen Freund. So, jetzt will ich mal gucken, ob das mit einem kaputten Bogen geht. Natürlich geht es nicht mit einem kaputten Bogen. So, wie wir jetzt sehen, ich erkläre das gerade mal in die 1, in die 2, in die 3, in die 4, in die 6, in die 7 und in die 9 kommt Bruchstein. In die 8 kommt ein Redstone. Das ist ein Spender. Und wenn man dann noch einen Bogen in die 5 legt, dann wird aus diesem Spender ein Werfer. Jetzt habe ich natürlich einen Spender gebaut, ich hält, das war verklickt, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Denn ich wollte doch mal schauen, ob ich diese zwei Bögen hier miteinander verbinden kann. Dass da So. wieder ein guter rauskommt, das kostet mich zwei Erfahrungspunkte und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der komplett, ob ich den benutzen kann. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Komm, was soll der Geiz? So, also nochmal einmal im nach unten geöffnet. Könnte man auch sagen, es ist ein N. Den Bruchstein in die 8, das Redstone und den Bogen jetzt in die 5. Und nein, der Bogen, der ist auch noch nicht. Der hat nämlich einen Balken und sobald man einen Balken sieht, ist er nicht mehr 100%. Aber den können wir für uns benutzen. Wenn mal wieder irgendwas Böses vorbeikommt. Das Problem ist, wir haben nämlich nur zwei Fäden und ein Bogen wird aus drei Fäden gebaut. Ja, das kriegen wir mit den nächsten Spinnen. Ich sehe auch eine, die werde ich gleich mal jagen. Du siehst eine, ich sehe keine. Du hast Ganz übrigens hier auch das hinten. Schwert. Ja, wir haben nämlich gerade keine Schwerter, aber du könntest, in der Zwischenzeit haben wir ja ziemlich viel Eisen, du könntest auch noch mal ein paar Schwerter bauen. Ich habe einen Faden. Noch eine Spinne? Nicht, oh, nicht Nee. explodieren, nicht explodieren, nicht explodieren. Das ist mir so ein Creeper, das ist immer so eine Sache. Aber im Wasser, da sind die nicht so schnell und im Wasser explodieren die auch nicht. Könntest du vielleicht noch einen Komparator bauen und sechs mal Verstärker? Ja, Verstärker ist gar kein Problem. Komparatoren sollte auch gehen, da wir ja schon im Nether waren. Ja, wir haben schon Quarz-Dings gesammelt. So, dann brauche ich noch ein paar Stickies, die waren Ja, hier. Spinnen. Wir bräuchten ein paar Spinnen. Ich könnte auch ruhig mal hier auf ein paar Monster einschlagen, dann kriege ich einmal Erfahrungspunkte und Willst du wir... auch ein Eisenschwert? Ja, bitte. Gut. Dann könnte auch mal hier auf ein bisschen Creeper. Da ist So. was explodiert. Den habe ich aber ausgetrickst, den habe ich Aber weggeschleudert. warum hast du ihn nicht getötet, dass wir das Schwarzpulver einsammeln? Das ging nicht. Der war leider der auch zu schnell. So, ich brauche Cleanstone. Da muss ich mal schnell ein bisschen Stein in den Ofen Mach ruhig mal ein jagen. bisschen mehr. Ja, ich hoffe, dass wir bald eine behutsame Axt haben, dass wir das So, da auch ist noch eine abbauen können. Spinne. Eine Spinne ist gut. Wir brauchen aber sechs Fäden, zwei haben wir. Und wenn wir uns tatsächlich noch Angeln bauen wollen, brauchen wir noch mehr. Ja, das sollte bald... Wo ist die Spinne? So, während ich da jetzt so in meinem Spiel rumstehe sinnlos und ihr denkt euch, was Da. macht der, bin ich Creeper! hier auf meinem zweiten Monitor beschäftigt, die Rezepte rauszusuchen. Was aber auch blöd ist, ich vergesse immer, dass die Rezepte ja schon da oben sind. Wir wollen einen Verstärker bauen. Ich habe, glaube ich, gerade einen Bogen für dich gefunden. Das
Klingt gut, der muss allerdings perfekt sein. Der Bogen ist der Bogen ist der Bogen. Wo ist er? Na, ist nicht ganz perfekt. Nee, dann so, aber hier ist ein Hühnerei. Wir müssen alle Hühnereier sammeln, die wir finden. Ganz wichtig. Ohne sie aufzustumpen. Ohne sie kaputt zu machen. So, ich sehe noch ein paar Spinnen bei unseren Kühen. Ich muss auch ins Mikrofon sprechen. Hat Vorteile. Ja, ich war gerade irgendwie so, bin immer näher gerückt an den Monitor und habe dabei nicht drauf geachtet. So. So, ihr kriegt auch mehr Spinnenfäden, wenn ihr irgendwann Glück auf euren Schwertern habt. Das heißt, wir müssen ganz dringend gucken, dass wir das hinkriegen. Dafür brauchen wir wieder Leder und dafür muss unsere Hühnerfarm besser laufen. Die Kuhfarm, genau. Das kann man leider noch nicht ganz automatisieren. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ich glaube, ich werde mal einen Sicherheitszaun, wie du den schon gebaut hast. Ah, explodiert. Diese blöden Viecher. Ja, ich habe mir ganz viel Zäune außenrum gebaut. Tatsächlicherweise. Und ich glaube, das werden wir auch hier machen. So, wie viel Verstärker möchtest du haben? 6 Stück. 6 Stück, dann brauchen wir 18 Cleanstones für. Die haben wir schon beisammen, da können wir ja loslegen. 6 Stück, sagt er. Also, wir nehmen einfach Cleanstone in die. Nehmen wir mal die 4, 5, 6. Nein, ich sterbe gleich. Achso, ich brauche allerdings natürlich noch Redstone-Fackeln. Bin fast tot. Die haben wir hier. So. Also, Cleanstone in die 4, 5, 6. Das ist ein Creeper genau vor unserem Haus. Kannst du mir mal helfen? Weil sonst starb ich gleich. Ja. Darf ich das noch schnell fertig bauen oder ist das so dringend, dass das jetzt sofort passieren muss? Ja, ich komme halt nicht zurück und bin fast tot. Ja, ich komme. Also, ganz schnell zuhören. 1 und 3 Redstone-Fackeln, 2 Redstone, 4, 5, 6 Cleanstone. Und schon habt ihr Verstärker gebaut. Und jetzt gehe ich erstmal Sandrick retten. Und zeige euch mal, wie man so eine Rettungsaktion vollzieht. Dafür nehmen wir uns einfach ein Schwert in die Hand, suchen den bösen Creeper. Wo ist er? Der blaue da hinten? Nee, er ist weggegangen. Dafür komme ich jetzt extra raus? Na gut. Wo ist er denn jetzt hin? Da, der blaue. Da oben. So, dann gehen wir hin. Und hauen drauf und gehen dabei weg, dass er nicht explodiert. Und dann können wir ihn nämlich schön... Ich laufe weg. Töten und siehe da, wir bekommen Schwarzpulver dafür, was wir brauchen können. Gut, dann geht es aber jetzt weiter, aber das mache ich im Haus, bevor noch mehr Gegner kommen. Und baue Komparatoren. Und dafür brauchen wir das Nether-Quarz. Ich weiß jetzt nicht, wo wir es haben. Der Sandrick, der ist so ein bisschen schlüpfrig und legt auch immer überall irgendwas ab. Gar nicht. Deswegen ist das immer schwierig zu finden mit diesen Menschen. Die Äffchen sind da ja viel ordentlicher. So, da jetzt ist das. Muss ich erst heilen. Heile, heile, Gänschen. So, da ist das dasselbe. 4, 5, 6 die Steine. Dann kommt, nee, Quatsch, eben da nicht. Da nehmen wir jetzt 7, 8, 9 die Steine. Nether Quarz in die 5. Und jetzt Redstone Fackeln in die 2, in die 4 und in die 6. Wie viel möchtest du haben von den Komparatoren? Hab ich nicht. 2. So. 2, und mir ist gerade eingefallen, dass ich auch viel mehr Verstärker brauche. Ich brauche doppelt so viele. Gut, dann habe ich euch das letzte Mal ja gezeigt, dass ihr die Verstärker baut, indem ihr das hier in die 4, 5, 6 legt. Ihr könnt aber auch die Verstärker bauen, indem ihr das in die 7, 8, 9 legt und dementsprechend dann eben die Fackel in die 4 und in die 6 und das Redstone in die 5. Das bleibt sich alles gleich. So, doppelt so viele hättest du gerne, sagst du. Ja. Doppelt so viele macht dann 12. Das ist korrekt. Darauf hat er tatsächlich geantwortet. Ich glaube es ja nicht. So, dann haben wir jetzt hier die Wand. Die Wand muss noch eins höher. Das muss dann bis hier hin. Hier muss zugebaut werden. Das hier gibt es später unsere technische Abteilung. Hier steht nachher die Technik, die die Werfer betreibt. So, jetzt gucken wir mal, dass wir noch ein paar Hühnereier haben. So, was brauchst du denn noch alles so? Ich weiß es nicht. Beim Bauen erinnere ich mich immer mehr daran, was so benötigt wird. Gut, denn wo läufst du denn immer da hinten hin? Das verstehe ich nicht. Das weiß ich auch nicht.
Die Eimer nehmen wir mal mit. Und ich hab mal hier Spinne so getötet? Mit. Ich habe ein paar Spinnen getötet, ja. Wo sind denn die Fäden? Die habe ich einstecken. Das ist schlecht. Deck die doch mal in diese Kiste, bitte. Bitteschön. Danke. Hast du noch einen mehr, Nene? Nee. Macht nichts, dann nehmen wir einen hier raus und das mit der Angel verschieben wir einfach. Auf jeden Fall habe ich damit nämlich genug, den Bogen zu bauen. Und so einen Bogen bauen wir, indem wir Holzsticks in die, ich mache, ja, pass auf, ich zeige es euch direkt auf dem Bildschirm einfach. Ich vergesse es immer, weiß nicht warum. So, da haben wir es. Die 2, die 4, also die 8. Für die Leute, die sich gerade gewundert haben, dass ich nichts gemacht habe, ich war gerade in Gedanken versunken und stand einfach nur so darum. So, ich habe insgesamt 5 Eier gefunden, das ist ziemlich wenig. Also 2, 4, 8, lass mich kurz fertig ausreden. Die Stöckchen in die 3, in die 6 und in die 9 kommen die Fäden und damit bekommen wir die Bögen. Und mit diesen Bögen craften wir uns jetzt den Werfer. Und der Werfer wird, wie ich es ja schon mal angedeutet hatte, gecraftet, indem wir viel Material brauchen, was ich nicht habe. Deswegen gehen wir nochmal schnell in unseren Keller runter. So, auch nicht. Da hinten ist die große Kiste mit dem vielen Stein. So, dann legen wir das jetzt hier da so mal rein. Wieder das umgedrehte U. Ein mehr da oben. Da hatte ich doch genug. Egal. So, da oben kommt das hin. Dann hatten wir das Redstone in der 8. Und damit haben wir den Spender. Und jetzt nehmen wir noch den Bogen. Legen ihn in die 5. Und wir sehen, es bekommt einen Werfer. Und wichtig, wie gesagt, der Bogen muss 100% ganz sein. So, jetzt darfst du wieder. Ich brauche... Ah, das ist ja auch doof. Eigentlich müsste hier später niemand mehr reingehen. Nee. Nur so am Anfang muss hier jemand reingehen. Bring doch mal eine Tür mit. Die crafte ich dir direkt vor Ort. Ja, willst du eine besondere Tür oder? Pass auf, wir machen mal, wir haben ja gerade hier unten haben wir die Eichentüren, die langweiligen. Für oben mache ich mal eine Birkentür. Ja, denn, oder du kannst auch eine Schwarzeichentür mal machen. Ja, wir haben noch keine Schwarzeiche. Ach so. So, die Birkentür, die gefällt mir sehr gut. Die Schwarzeichentür, die ist sehr schwer. Das ist so eine richtig massive Hardcore-Tür. Guck mal, hier steht sie. Da steht sie falsch. Das geht so nicht. Wo soll die denn hin, die Tür? Ich habe hier eins zu niedrig gebaut. Verdammt. So, erstmal hier, dass wir hier überhaupt noch hochkommen. So, da sieht man auch schon den Unterschied zwischen Werfer und Spender. Der Werfer hat eine runde Öffnung und nach vorne und der Spender hat so ein Smiley-Face. Und wenn man von oben guckt, dann... Nein, die müssen eins weiter nach hinten. Ach, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Dann machen wir da mal was zum Festhängen hin. Zum Andocken sozusagen. Zum Andocken? Ja. Ach so, meinst du? Ja, okay. Ich glaube, du musst hier hochkommen. Nein, ich krieg das auch so hin. So, hier, das muss nochmal weg. Das ist nämlich eins höher. Ich benutze immer noch hier die Holzaxt aus dem ganz einfachen Grund. Ich möchte da erstmal das alte Material verbrauchen. Das alte Werkzeug, ja. Ja, vielleicht kannst du kurz helfen hier. Hier muss noch einmal Glas oben drauf. Ich gebe dir das mal. Ich habe übrigens Glasblöcke. Oh, Entschuldigung. Setz du mal das Glas, ich mach hier mal das weg. Und wenn da eine Tür hin soll, dann machen wir doch da noch eine Holzeinfassung wahrscheinlich rein, ne? Ja. Dann muss da Glas weggehauen werden. So, hier müssen wir einfach noch irgendwie höher kommen. Muss mal hier ein Holz hinsetzen, damit ich höher komme. Jetzt bin ich abgestürzt. So, da muss noch ein Holz drauf, da muss noch ein Holz drauf. So schön sieht eine Birkentür aus. Birke. So, das ergibt später den Raum, wo die Hühner aufwachsen als Babys.
sollen die hier oben aufwachsen. Und wenn die ausgewachsen sind, sollen die ein Stockwerk tiefer ins Wasser gesetzt werden, wo sie dann anfangen, Eier zu legen und dass die Eier fallen ins Wasser. Wie das Ganze später funktioniert, das seht ihr einfach, wenn das hier fertig ist. So, jetzt bräuchte ich mal die Verstärker und den Komparator. Der Komparator soll wahrscheinlich sagen, ist ein Ei drin oder ist kein Ei drin. Ja. Mhm. Ich ahne so langsam, was du machen willst. Warum habe ich denn nur einen Komparator? Ich habe doch zwei gebaut. Verstehe ich nicht. So, die soll nach hinten weggehen. Dann müsst Nee, du geh mal her. Nein, lass mich mal. Nein, du willst aber, ich will dir doch was zeigen. Dafür musst du mir das mal geben. Und auch die Verstärker. Nicht so? Ich muss noch einen Komparator bauen, schnell. Oh. So, der Komparator. Natürlich habe ich es, mal gucken, ob ich noch aus dem Gedächtnis weiß. 789 Stein, Redstone Fackel in die 246 und Nether Quarz in die 5. Jawohl, ja. So löchrig ist das hier dann doch noch nicht. Mit der Tür hier, das könnte Probleme geben. Ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen überlegen. Ich habe schon länger nicht mehr gebaut. Es muss noch eine Reihe Holz dahinter. Deswegen frage ich mich gerade, was du da so machst, ja, aber ja. Mach mal. Das hast du noch nicht gesehen, deswegen weißt du das. Kannst du das gar nicht erkennen. Naja, du willst mit dem Komparator eine Erkennung haben, ob was in dem Ding drin ist. Und dafür brauchst du natürlich noch einen Verstärker hinten dran, um das Signal auch wieder aufzufrischen, denn... Nein, alles falsch. Na, warten wir erstmal ab. So, das war aber sehr kompakt gewesen. So, jetzt seht ihr bei mir, ich hänge in der Luft nicht ganz. Wenn ihr die Geduckentaste drückt, dann könnt ihr über so einen Abgrund laufen, ohne runterzufallen. Dann seid ihr quasi an der äußersten Ecke von einem Block. Sehr praktisch, wenn man hier solche Freiluftgerüstbauarbeiten macht. Ach, das soll deine komische Timer-Clock-Ding werden. Ja, ich muss nur gerade überlegen, wie sie war, wie das war. Das funktioniert nicht. Siehst du? Doch, funktioniert schon. Hast du was reingelegt? Ja. So, und zwar soll das Ganze so sein, dass es ein bisschen verzögert ist. Ist aber ganz schön verzögert. Ja, kann man ja noch einstellen. Die Eier dürfen nicht zu schnell fliegen, weil wenn Hühnchen runterfliegen, sie werden dann von einem Ei getroffen, sterben die. Das ist genau die richtige Geschwindigkeit. So, und warum braucht man dafür 6 Verstärker und nicht nur 4? Damit es langsamer wird. Wenn das leer ist, bleibt es stehen. Und das heißt, theoretisch funktioniert das auch schon mit 2? Das funktioniert auch schon mit 2. Wenn nichts mehr drin ist, bleibt es automatisch stehen. Wenn was drin ist, läuft die automatisch los. Das heißt, wenn du keine Material hast für deinen Werfer, hört ihr auch auf zu klicken. Ja, das habe ich bei mir ja anders da gelöst. Aber ist natürlich auch ganz elegant. Gib mir mal die Verstärker, ich baue das mal drüben. Du kannst auch mit 4 bauen, dann sparen wir hier vielleicht ein bisschen was. Ja, du sagst, dann ist es ja schneller. Ja, dann wir können die ja noch langsamer einstellen. Ich weiß nicht, warum ich die früher... Ich habe die, glaube ich, absichtlich früher so langsam gebaut, damit die Hühnchen nicht so schnell... Ja, aber guck mal, selbst mit 2 Stück kannst du das so langsam timen. Das ist zu schnell. Das Ei fliegt hinten gegen und das Hühnchen flattert runter und dann wird es vom nächsten Ei getroffen. Muss ein bisschen langsamer noch sein. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nein? Ja. So. So, und dann haben wir ja hier die 2 Redstone-Leitungen, die Klappen öffnen sollen. Die müssten halt so umgebaut werden, dass man hier hinten nachher einen Schalter hat, der das Ganze bedient. Also der wirft aber nicht sehr weit, ne? Hm? Der Werfer, der wirft nicht sehr weit.
Wo soll denn das gegenklatschen? Die haben früher weitergeworfen. Ich kann es jetzt nicht mit Eiern probieren, wir haben nur 5 Stück. Haben wir denn 2 Hühnchen hier irgendwo in der Nähe? Denn man kann ja auch mit Weizensamen Hühnchen züchten. Ja. Lass uns mal eine Runde schlafen gehen. Ja, warte, lass mich hier schnell noch. Oh, ich werde verfolgt. Was sagt die Zeit? Ich habe wieder vergessen zu stoppen. Die Zeit sagt, dass es genau jetzt soweit ist, dass wir aufhören müssen. Ja, dann würde ich sagen, ich versuche mal im Off. Oder, ach, wir gucken mal. Vielleicht nehmen wir mal schauen. Wir haben was Schönes vor. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Noch nicht ganz. Ich werde gerade noch mal die Hühner füttern. Ja, das können wir Kühe, ja gleich, das können Kühe. Wir auch gleich im Off machen. Nein, ich bin gestorben! Ja, da hat er nicht auf seine Lebensenergie aufgepasst. Ja, also, liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.